Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition Stay Away for the Destiny Duel! Und wir machen diesen Part, die Meisterschaft. Und ich hoffe, es ist ein Gegner, gegen den ich noch nicht fünfmal gespielt habe. Das wäre natürlich am schönsten. Oh nein. Leute, wisst ihr, was ich schneide raus für dieses Turnier? Bis gleich. Leute, was soll ich sagen? Diese olle Trissi, die hat echt keinen Plan von nichts. Ich habe zwar einiges an Schaden gekriegt, aber das meiste davon ist total unnötig gewesen, wirklich. Effektschaden und sowas, total bescheuert. Letztendlich wird es so aussehen, dass ich sie fertig mache und tut mir leid, dass ich das jetzt rausschneide, das zu mir, aber ich meine, es ist Thea. Thea hat nichts drauf, genauso wie Mokuba. Da brauche ich euch gar nicht mit reinnehmen, Leute, oder? Wollt ihr das unbedingt sehen? Ich nicht, also bis gleich. Und schon ist die erste Runde vorbei. Yay. Bevor wir zu viel Zeit in diesem blöden Turnier... Naja, die zweite Runde zeige ich euch. Die erste Runde ist mal eben schnell, fix und so. Und die zweite Runde könnt ihr ja gerne mal gucken. Ich finde das so geil. Und wenn ich nicht aufnehme, dann ist die Geschwindigkeit doppelt mal so hoch und dann geht es die ganze Zeit in einer Tour. Das ist super geil. Super geil. So, ich glaube nicht, dass sie irgendwas Besonderes hat. Deswegen... Ach, wir holen uns ein paar Karten. Ich will das Duell so schnell wie möglich zu Ende bringen. Und das geht nur, wenn ich schnell starke Monster habe. Und da wird sie mir jetzt helfen. Klar, ich könnte, Crush Cut wird mir jetzt gar nichts bringen. Einmal das 4300. Mein Gott, Crush Cut wird das nicht zerstören. Das sind 1500 und höher zerstören. Bam. Alter, wie die abgeht. Oh mein Gott, ich habe kein Monster gezogen. Nein. Ach du Scheiße, was ist das denn? Fuck, und die kann mir fetten Schaden machen. Ich fass das ja nicht. Oh, du kleine Kackbratze. Aus die Drache. Dunkles magisches Ritual, mal zwei. Oh ja. Aus die Drache, verlass dich drauf. Was machen wir jetzt? Ja, erstmal dunkles magisches Ritual benutzen. Nein. Und dafür werden wir einen schwarzen Magier opfern. Und Jimbo. Bam! Da kommt er. Magier schwarzen Chaos. Nein. So, des Weiteren spielen wir Schattenzauber verdeckt. Oh mein Gott, die hat ja nur starke Monster. Da, was soll das denn? Wann spielt die sowas? Hexe vom Schwarzen Wald und die tut mir einen Gefallen und crash mal eben mit der Hexe vom Schwarzen Wald von ihr. So, bam. Wir können uns beide ein Monster aus dem Deck holen. Oh yeah, oh yeah. Ich habe wahrscheinlich einen Fehler gemacht, dass ich meinen Jinso abgeworfen habe, weil sie hat ja auch Wiedergeburt erfahren. Die wird sich nochmal diese komische Hexe? Das macht mir gar nichts. Ich hole mir jetzt mal 7, Jinso 7. Ich werde gerne meine Crush Card benutzen und dann einfach mal alles vernichten. Gnadenlos. So ohne Gnade und so. Weg damit. Bam. Guck ich die Scheiße. Bam. Nein, Mann. Hör auf mich die ganze Zeit zu fragen, ob ich was aktivieren will, Mann. So. Alter. Wir haben jetzt 4 Minuten rum. Und ich habe immer noch nicht gewonnen. Das kann nicht sein. Wie bitte? Bitte was? Bist du irgendwie behindert oder so? Ja komm, mach doch Schaden, ist mir doch egal. Oh mein Gott, ich habe nur 2000 Schaden. Warum hat diese blöde Kurageki? Warum habe ich das nicht? Nochmal Magier des Chaos. Das finde ich sehr gut. Weil ich immer noch genug Karten zum Abwerfen habe. Jinso, komm! So, jetzt aktivieren wir unsere Vernichtungskarte. Und zerstören wir alles, was sie besitzt. Bam! Bam! Weg! Zweimal Fusion? Weg! Weg! Die hat dreimal Fusion auf der Hand, heftig! So, dunkles magisches Ritual. Ja,
hab gerade überlegt, so, wäre das jetzt logisch zu benutzen? Ja, natürlich ist das logisch. Oh mein Gott, jetzt geht doch mal in die Battleface. So, jetzt hat sie gar nichts mehr, außer Wiedergeburt und Fusion. So, beende ich meinen Zug. Ach nö. Er wird's mich verarschen, Blüff. Oh, die zögert alles hinaus gerade. Das kann nicht sein. Es hat keine guten Monster, aber zögert das so weit hinaus. Oh, ich krieg einen Föhn. Mit mir kannst du auch rausspielen, du Spinnsbull, du blöde kleine Dreckige. Mistbratzen, Vogel, Kackenlappen und so. Nein! Bam, 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 aus! Fertig! So! Crash Card hat seinen Sinn erfüllt. Hol du nur mal Lebenspunkte, du bist jetzt sowieso down. Ach scheiße, die überlebt sogar meinen nächsten Angriff, ich fass das nicht. Was soll das denn? Oh mein Gott, was soll das? Oder? Überlegt die... Oh Gott, jetzt warte. Oh nee, ne? Oh, das kann doch nicht sein, dass du in so... 600 Punkte, oh mein Gott, wie es langweilt. Und ein Monster verdeckt. Und bestimmt ist das eine Cyberdose, mit der sie sich nochmal in Zug ergaunern kann. So, Battlefight. Magier schwarzen Chaos. Greif mal eben dieses blöde verdeckte Monster da an. Jetzt. So, und das war's, würde ich sagen. Ja, um bestimmte Sachen freizuschalten, muss man hier bestimmt oft irgendwelche Duelle gewinnen. Und man muss noch andere Sachen erfüllen. Zum Beispiel muss man hier diese Turniere in jedem Stadtteil einmal gewonnen haben, damit man irgendwas Bestimmtes freischalten kann. Dieses Spiel ist dementsprechend auch ziemlich langwierig. So, nichts Besonderes bei. Dann kümmern wir uns... Ach, die hatten wir. Mei! Okay, den müssen wir noch einmal besiegen und dann haben wir ihn auch oft genug besiegt. So, und als nächstes nehmen wir uns dann das Exodia-Booster. Genau, wir haben Exodia bestimmt, also das Booster Exodia gekriegt, weil wir auch hier Dingsbunsens haben den Kopf letztes Mal, nee, vorletztes Mal haben wir es gekriegt, ne? Ja, vorletztes Mal haben wir den Kopf freigeschaltet. Yeah! Wir spielen ja gegen Marco. Das heißt, ein liebhabiger Fisch dürfte eigentlich sehr gut sein, wenn er seine Uni spielt. Oh yeah. Jetzt haben wir uns mit 2000 Punkten. Oh, oh Kacken. Und wie kann man so blöd sein? Ernsthaft. Waffen wir? Nö, wir greifen mal an. So, siebenfarbiger Fisch attackiere. Bam. Und tschüss. Hässlicher Fisch. So, was machst du als nächstes, Marco? Komm schon, zeig mir, was du drauf hast. Es ist Zeit für ein Duell. Und wieder ein Monster Verteidigungsmus. Oh mein Gott. Das ist so abwechselnd. Oh, das ist sehr gut. Nein. Ich will aber erreichen, dass sie keine Karten mehr hat. Aber zwar ein dunkles magisches Ritual, das kann weg. Und heißes Blut kann auch weg. Oh nein, ich hätte Jinzo... Oh nein. Oh mein Gott, ich habe vergessen, Jinzo abzuwerfen. Verdammt. Ich wollte Jinzo abwerfen, um den Namen Wiedergeburt wiederzuholen, aber... Aber, das vergessen wir jetzt mal schön. Wir gucken einfach mal, was er so spielt. Oh, ich hab's gewusst. Oh, du behindertes Mistvieh, ey. Ja, ja, geht zu ganz weg, jetzt auch von uns so ziemlich.
Hey, toll, zwei Supermonster von mir weg. Oh, da gehe ich ja schon wieder nach Hasskappe, ne? Oh mein Gott. Marco, ich hasse dich. I hate you. So, das war ein Fehler, denn den töten wir jetzt. Trapple. Bam. Stop. Trapple. Cyberdüse. Wiedergeburt sei schon. Jinzo, komm mal bitte aufs Feld. Das ist mir die Ehre, bitte. So, Sangams Effekt aktiviert sich und dann können wir ein Vieh aus dem Deck holen. Wir nehmen den weißen Zauber. Ich stehe total auf den weißen Zauber. Der Effekt ist so geil. Was haben wir da? Angriff annullieren. Okay. That's the way. Nein, okay. So, mystischer Raumteil 5 verdeckt und. Wieder gut. Nein, doch. Wir machen ein schnelles Duell daraus. Ich will ihn so schnell möglich down haben. Vielleicht haben wir da noch Zeit, irgendwie was Besonderes zu machen. Irgendwas Besonderes. Witzig. Ja, oh mein Gott. Ich kann so schwer atmen gerade. Los, Jinzo, Attacke! Bam! Cyber-Energie-Shot! Schwarzes Magie-Mädchen, direkter Angriff auf seine Lebenspunkte! Bam! Nein, ich will nichts aktivieren. Gib mir einen Sack hier, was soll sowas? Noch ein schwarzes Magie-Mädchen. Mein Gott, nochmal, was soll denn das? So, er hat noch 3800 Punkte. Wir haben nichts, was ihn irgendwie mit einem Schlag töten könnte und ja. Aber wir können ihn seine Handkarten berauben. So, Attacke. Bitte. Nein. Und tschüss. Nein. Schwarzes Magie-Mädchen. Ich sage immer schwarzes Magie-Mädchen, das heißt aber dunkles Magie-Mädchen. Dunkle Magierin. Dunkles Magiemädchen heißt die eigentlich. Aber schwarzes Magiemädchen klingt viel, viel cooler. Ich verstehe auch nicht, warum sie einige Namen so geändert haben. Das ist so Banane. Ah, da habe ich mich ja schon ziemlich häufig drüber aufgeregt. So. Mein weißer Zauberpunkt wird wahrscheinlich gleich das Zeitliche segnen. Denke ich mal. Ach doch nicht, wir haben gewonnen. Geil. Super. So, Jinzo, tu mir einen Gefallen und töte Marco Tsunami. Wir müssen auf jeden Fall versuchen, so schnell wie möglich Toon World zu kriegen. Denn wenn wir Toon World haben, können wir noch einen extra Spieler freischalten. Und den brauchen wir, um wieder jemand anderen freizuschalten. Und das brauchen wir wiederum, um ganz andere freizuschalten. Oh mein Gott, das wird so endlos sein, dieses Projekt, so ultimativ. Das hatten wir schon, ja, das hatten wir auch und das und das und das und das wollen wir. Wow, ganz toll. Ah, oh. In diesem Freitag beginnt das Skyback Corporation Cup, in dem der Top-Duelant bestimmt wird. Wer teilnehmen möchte, kommen bitte zum Treffen am Eingang der U-Bahn-Station. Jo, das machen wir doch. Wisst ihr was? Ich schalte euch kurz raus und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Nur mal kurz nebenbei, ich habe gerade die neue Zeitung gekriegt und schaut mal da rein, was ich bekommen habe nach FA. Eigentlich voll die geile Karte, aber für mich jetzt unnütz, weil es zu spät kommt. Toll, danke Spiel. Das alljährige Kyber Corporation Cup. Der alljährige Kyber Corporation Cup, der morgen beginnt, dauert 3 Tage. Versammelt euch bitte auf dem Turniergelände, um euch für die Teilnahme zu qualifizieren. Tja, wir haben Thursday. Entschuldigung, kannst du mir sagen, wann der nächste Zug fährt? Ich habe meine Brille vergessen und kann den Fahrplan nicht entziffern. So, hier haben wir den Kyber Corporation Cup, aber wisst ihr was? Den Kyber Corporation Cup gibt es im nächsten Part. Wir haben diesen Part ja eigentlich genug gemacht. Und ja, also Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition Stay Away for the Destiny Duel. Haust da rein, schaust da rein, bis zum nächsten Mal und tschüss, euer Dengoku.